So, was jetzt aber nicht okay ist, ergibt keinen Sinn, ist aber, dass wir jetzt erkundet die Region von Athenas Statue. Und wir fangen, glaube ich, nicht von hier an, sondern wir starten von hier irgendwo, Gaias Seele. Denn da haben wir ein bisschen besser von, wa? Parieren tue ich nie. Ich bin eher der Ausweicher. War ich aber schon immer gewesen, in jedem Spiel. Ob Dark Souls, Sekiro, da auch immer. Ich bin der Ausweicher. Ich war immer nur ausweichen. Hier erstmal klettern, ey, voll nervig. Aber dann gucken wir uns jetzt mal die Region von Athena an, wa? Athenern wir da mal ein bisschen rum. Was ist Athena eigentlich für eine Göttin? Göttin des Windes? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei den anderen konnte ich das sogar noch tatsächlich noch so ein bisschen sagen, aber hier ist ein Pfeil- und Bogen-Herausforderung. Ach, die lemnischen Frauen. Selbst zu Steiner Staat stanken sie noch nach Aphrodites Bestrafung. Also buchstäblich. Ich will es mal ausprobieren. Macht sehr, sehr, sehr viel Betäubung, ehrlich. Macht wirklich echt viel Betäubung. Bombs. Das macht aber echt viel Schaden. Eine Verschwörungstheorie. Die Frauen von Lemnos erwachten und töteten ihre Männer. Und die Sterblichen schoben es darauf, dass sie von Aphrodite mit üblem Geruch bestraft worden waren. So dass ihre Männer sie nicht mehr wollten. Das könnte sogar fast Sinn ergeben. Du wärst überrascht, was man in einem Sommer auf Lesbos lernen kann. Irgendwas Lesbisches. Ich meine, es ist Lesbos. Ich meine, das sollte jetzt hier eigentlich nicht schwer sein. Das ist noch das Anfangsgebiet. Oh, Fall! Ich hasse... Ich will nichts hören. Ich will wirklich nichts hören jetzt. Sie stinken. Aber warum muffen sie jetzt? Sehr gut. Das war doch recht einfach. Gibt zwar nur zwei Münzen, aber war ja trotzdem einfach. Sechs Münzen, Alter. Okay, ja gut. Okay, für sechs Münzen mache ich das. Also, Entschuldigung, aber für sechs Münzen. Apropos Münzen, was wir mal echt nochmal machen sollten, bevor wir eigentlich Athena machen, ist hier das hier unten mal. In Aphrodites Palast wartet eine Statue der Helene von Troja auf sein Pfeil, der an den Lieblingspfeil der Eros erinnert, wegen dem sie Paris verfallen war. Ich gehe erstmal nach Athena und dann machen wir das, weil sonst müssen wir den ganzen Weg nämlich hier wieder laufen. Sechs Münzen gab das da. Das ist ja mal höchst erfreulich. Irgendwo da unten. Ich laufe hier mal einfach hoch. Ach, das ist... Aphrodite hat immer noch das schönste. Du bist Hein des Kleos. Er hat immer noch das schönste Gebiet.
Weil wir jetzt schon im nächsten Gebiet sind. Sind wir jetzt bei... Ja. Endlich mal wieder grün. Das hat mir wirklich gefehlt. Das ist wie draußen. Draußen ist auch nur Schnee. Schnee nervt. Schnee riecht. Schnee riecht immer feucht. Athena, ich komme. Da ist schon die... Gewölbe des Tartaros. Das Gewölbe sieht irgendwie anders aus. Eigentlich nicht, ne? Ich habe so wenig mit Gewölben zu tun. Ja, wir hatten ja schon gefunden, da das Geisterversteck. Stimmt. Machen wir aber erstmal Athena hoch. Und dann... Danke. Das, wie kann man das eigentlich ausweichen? Mist. Ich wollte mal testen. Weggesnackt. Mag die Pfeile. Sind doch recht geil. Göttin der Weisheit. Ach, Athenas Göttin der Weisheit. Ich wusste das tatsächlich nicht mehr, aber gut, jetzt wissen wir es ja. Ich vermute mal, die Göttin der Weisheit ist Athena, oder? Dann laufe ich jetzt am Fuß hier lang. Was ist das? Phoenix entdeckte eine geheimnisvolle Tür, doch sie wusste nicht, wie man sie öffnet. Einfach einen Götterkick. Bäm! Sterbliche können das nicht, oh Zeus. Ach, Sterbliche sind echt das Letzte. Einfach ein Götterkick. Ein Eber? Eine Kapuze? Eine Feder und ein Speer. Speerträger oder wie auch immer. Einfach ein Götterkick. Mann, ey, scheiß Sterbliche. Sagbar viel Schaden, wenn wir diesen hohen Combo haben. Das ist echt nice. Also mit hohen Combo macht das echt Spaß. Hier können wir uns Heilungsgegenstände herstellen. Brauchen wir aber gerade tatsächlich nicht. Ich versuche einfach mal nur die Treppen hochzulaufen. Warum auch immer nur die Treppen, aber ist ja egal. Athena, wir kommen. Wir müssen nur Treppe laufen. So. Ja. Kommen wir denn jetzt am besten da hoch auf die Alte? Ich glaube, über ihren wogenden Busen. Athena. Ah,
atemberaubende Göttin. Es macht dir doch nichts aus, dass ich auf deiner Aegis herumklettere? Was ist Athenas schildartige Aegis stand für ihre überlegenen strategischen Fähigkeiten. Das ist meine Aegis, weißt du? Also steht sie auch für Athenas Liebe zu ihrem Papa Zeus. Wenn du es sagst. Athenas Geschick inspirierte die Griechen zu wunderschönen Gewändern und Teppichen. Warum nicht dazu einen Aufzug zu erfinden? Ja, das frage ich mich auch. So, erstmal über ihren wogenden Busen. Deine Eule ist mir eine Ehre. Phönix wusste, dass die Eule für die Weisheit der Athena stand. Und diese Weisheit teilte sie oft mit sterblichen Helden. Mich nennt das Weisheitsverschwendung. Schnauze Zeus, niemand interessiert, was du was nennst. Wir können unsere Gesundheit verbessern. Wir können uns nirgendwo festhalten. Wie einen komischen Helm hier. Okay, Athena! Dieses Land ist durchtränkt von Athenas Weisheit. Voller Tempel, die ihrem Geschick und ihrem Urteilsvermögen gewidmet sind. Uralter Mysterien. Und zahllosen Gefahren. Nicht übel. Wie hoch sind die Mieten hier so? Göttin der Weisheit. Phönix erblickte ein prachtvolles Gebäude, das Archiv. Ein Ort, um Strategien und Heldentaten vergangenen Ruhmes zu studieren. Ah, dann ist Athena bestimmt dort. Sie hat meinen taktischen Verstand. Aber du hast alle deine Kinder gleich lieb, versteht sich. Ha, der war gut. Oh, ich bin also, ne? Der Liebling. Hain des Kleos. Okay, ihr wisst, was es bedeutet. Neuer Hain. Fernsicht aktivieren. Und... Warte, ich gehe ein bisschen nach vorne, weil ich gleich Angst habe, runterzufallen. So, wir fallen nicht runter, wir haben Skill. Und wir aktivieren unsere Aktivierung. Das ist schon mal gut, das sehe ich gerne. Na komm, rauf da. So. Da ist noch was. Da ist was. Da ist was. Da ist nichts. Okay, das hier hinten sieht aber ein bisschen gruselig aus. Natürlich. Bin ich da oben? Okay. Gut, das ist sehr auffällig. Das da war auch sehr auffällig. Das da. Wir wissen zum Glück schon so ein bisschen, wonach wir suchen sollen, wa? Ihr kennt ja das Spiel, wie das so ist, ne? Immer gleich dann das machen. Nix da oben noch? Auf ihren Drachenköppen da? Ich weiß es nicht. Na, wo bist du? Da. Das war nicht alles. Da ist noch eine Odysseus-Herausforderung. Ruhe. Kann man die Nachtruhen eigentlich nur in der Nacht freischalten? Nee, ne? Es ist doch die Truhe, Mensch. Siehst du doch von hier sogar. Junge. Aber wenn da die Aufgabe ist, da ist ja sogar noch das von Daedalus, oder wie der heißt. Daedalus? Nein, doch, der hieß auch Daedalus, oder? Ambrosia noch. Ach, ist das schön, hier alles so wieder grün zu sehen, ey, ehrlich. Das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
Da wird bestimmt nicht viel drin sein, weil hier hinten die Aufgaben sind. Ich frage mich, was mit ihr passiert ist, was ihre Geschichte jetzt so ist. Dumm? Dämlich? Eigentlich müssen wir als allererstes auch das Geisterversteck machen. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, ne? Was muss ich alles nach meinem Urlaub mich dran erinnern? Da ist doch das Ambrosia da. Ob wir das alles sammeln, ne, sei mal dahingestellt, aber... Wir haben es schon mal. Das ist das Wichtigste. Besitz. Mein Gott, noch was? Kleine Lyra, naja gut. Die müssen wir mal auch alle machen. Oh Mann, hier ist viel zu sehen. Das war's? Könnt ihr mir nicht verkaufen. Scheinbar doch. Da läuft ein Kyklop. Erstmal den da oben. Der ist sehr auffällig. Der noch da. Da. Bewege mich mal kurz hier ein bisschen hin. Wir machen jetzt auch nichts mehr anderes heute, ne? Also für diejenigen, die jetzt sagen, ja, oh, ich will nicht sehen, wie du da ständig diese Punkte aufdeckst. Ja, doch, das willst du sehen. Das ist wichtig. Wichtig für unser späteres Vorankommen. Glaube ich. Ich glaube nicht, aber ist ja egal. Kann ja ein bisschen Quatsch erzählen. Ach, ist das schön hier. Alles so voller Weisheit. Ich kann sie aufsaugen. Okay, ganz unter uns wird, glaube ich, nicht so viel sein. Da müssen wir als allererstes hin. Geisterversteck. Da hinten ist noch ein Ambrosia. Nehmen wir die Truhe da. Nehmen wir das da. Ambrosia. Truhe. Nix? Echt nicht? Ist dieser Vogel? Meinst du diesen Vogel? Nee. Das da. Oh, Sternbild. Nice. Da sehe ich schon die ersten Sternkugel. Ist das die Eule der Weisheit? Oh, eine Nachtruhe. So viel zum Thema da. So, ob man die nur nachts finden kann. Komm schon, so. Hey, war ich doch vorhin drauf. Oh Gott, das wird da auch noch gruselig, wa? Da hinten. Dieser Angriff auf den Berg hier. Gott. Ich will mich ja nicht spoilern, deswegen gehen wir da so auch nicht hoch. Aber das ist bestimmt voll cool da oben. Auch wenn es ja nicht mehr hübsch grün ist. Das wird bestimmt auch das letzte Gebiet sein dann, wa? Ja, mal mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Ist da noch? Ach nee, es ist nur so geglitzert. Truhe. Nee, ist das ein Cerberus? Why the fuck ist das ein Cerberus? Sonst nichts? Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. Tja. Soweit sticht mir jetzt nichts mehr ins Auge.
Wir sind einmal rum. Wir haben ein bisschen was aufgedeckt von dem Gebiet. Und dann würde ich jetzt sagen, mache ich Feierabend. Ja, langt doch erstmal, wa? Hier, das sieht doch eigentlich ganz aufgedeckt aus. Das hier ist bestimmt das allerletzte Gebiet. Aber hier, ne, Königs... Ah, das wird alles so cool. Mir macht das Spiel auch sehr viel Spaß. Es ist wirklich sehr schön. Ja, ich werde aber sagen, dass wir als erstes das hier machen. Gelange zur Schatzkammer. Da kriegen wir Flügel und ein... Naja, so ein Zeugs halt, ne? So Zeugs. Aber das Ganze machen wir erst nach meinem Urlaub. Es kann sein, dass eine Folge ausfällt. Ja, ich sag schon mal voraus, weil ich eigentlich heute mehr aufnehmen müsste, aber ich es auch nicht mehr schaffe, weil es ist 9 Uhr und naja, morgen muss ich früh los und das wird, es muss noch rendern, hochladen, schreiben. Ja, dieses Mal war es alles sehr knapp, weil arbeitstechnisch es nicht so gut hinhaute. Achso, ich dachte, die blinken, wenn wir sie nicht eingedödelt haben. Na gut. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann der Hain von Kleos ein bisschen auskundschaften, vielleicht das allererste zu dem Sternbild gehen, weil es ist ja eigentlich relativ in der Nähe und dann da hinten oder wie auch immer. Mal schauen. Da ist ein Tornado. Warum ist denn da ein Tornado? Ist mir egal. Lass den Tornado sein. Ist mir wurscht. So, ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.